Blinde und Sehbehinderte in Deutschland. Darum geht es in diesem Video. Hallo meine lieben Zuschauer, hier ist wieder Jutta Martin. Dieses Video entstand auf Wunsch des Zuschauers Mustafa Yannick. Ihm geht es um die Rechte und Pflichten und Barrierefreiheit für Blinde. Nun ja, man kann über dieses Thema Bücherbände füllen. Das wollen wir natürlich hier nicht machen. Ich beschränke mich auf das Wesentlichste und natürlich auch auf diese steuerlichen Aspekte. Sichern Sie sich inzwischen schon mal unter diesem Video einen der für Sie passenden Gratis-Reports und schauen Sie sich das Video bis zum Ende an. Es ist bestimmt was Interessantes für Sie dabei. Schauen wir uns mal den allgemeinen Punkt an. Wussten Sie zum Beispiel, dass es weltweit 1,1 Milliarden Menschen mit Sehbehinderung gibt? Das sind über 15% der gesamten Weltbevölkerung. Man schätzt, dass etwa 43 Millionen Menschen blind sind weltweit und etwa 90% davon leben in den ärmsten Ländern dieser Welt. Wie sieht das nun konkret in Deutschland aus? In Deutschland leben laut Statistischem Bundesamt 8 Millionen schwerbehinderte Menschen. Und davon sind etwa 1,2 Millionen Menschen blind oder sehbehindert. Man unterscheidet bei der Behinderung sechs Bereiche. Also einmal die körperliche Behinderung, die Sinnesbehinderung, eine Sprachbehinderung, eine psychische, also seelische Behinderung, die Lernbehinderung und die geistige Behinderung. In diesem Video geht es auf speziellen Wunsch von Mustafa Yannick eben um die Sinnesbehinderung, speziell um Blindheit. Wie sieht es nun mit der Bildung für blinde und sehbehinderte Menschen aus? Finanzielle Einsparungen im Sozial- und Bildungssektor treffen zuerst immer die kleinen Gruppen, wie zum Beispiel auch die blinden und sehbehinderten Schüler. Da wird wieder mal am falschen Platz gespart. Die Verantwortung für diesen Personenkreis liegt bei den einzelnen Bundesländern. Und das ist natürlich auch schon wieder ja, kritisch zu betrachten. Es hängt davon ab, in welchem Bundesland Sie mit Ihrer Sehbehinderung leben, wie Sie gefördert werden oder eben nicht. Das ist traurige Realität in Deutschland. Ja, und von daher, weil es in jedem Bundesland anders gehandhabt wird, entstehen gerade für blinde und sehbehinderte Schüler Bildungsangebote von sehr, sehr unterschiedlicher Qualität. Das ist wirklich sehr schade und müsste eigentlich schon längst angeglichen sein. Aber das Problem im Bildungswesen haben wir ja generell auch für gesunde Kinder. Ja, jedes Bundesland hat eigene Bücher, eigene Lehrpläne. Also das ist Katastrophe. Und für Blinde und Sehbehinderte ist es natürlich ganz besonders schmerzlich, weil die Angebote natürlich nicht so flächendeckend sind wie bei normalen Schulen. Ja, dann gibt es natürlich Lehrkräfte mit einer Qualifikation als Blinden- und Sehbehindertenpädagogen, die fehlen fast an allen Förderschulen für Blinde und Sehbehinderte, geschweige denn an ganz normalen Schulen. Es gibt aber auch für Blinde und Sehbehinderte den steinigen Weg, der einen mutigen Schritt erfordert, nämlich den Besuch einer allgemeinbildenden Schule. Es gibt da durchaus Fälle in der Praxis, wo das so funktioniert hat. Dann gibt es für blinde und sehbehinderte Menschen spezielle Landesschulen, Landeszentren, Reha-Zentren mit Berufsbildungswerk und auch Förderzentren für Sehbehinderte, zum Beispiel in Chemnitz, auch mit Stellenangebot. Ja, das hört sich immer so gut an. Förderzentren, Landesschulen, Internate, Berufsförderungswerke. Aber wenn man sich die Realität anschaut, ja, da sieht es natürlich ganz anders aus. Die speziellen Fälle, die muss man suchen, wo es wirklich Leuten mit Sehbehinderung und blinden Menschen gelingt, eine Top-Ausbildung zu machen. Es gibt aber auch für blinde und sehbehinderte Menschen Pflegeheime und betreutes Wohnen in Deutschland, aber eben nicht flächendeckend. Ja, traurigerweise wird überall für die einheimische Bevölkerung gespart. Für andere ist leider das Geld in Massen da. Aber gut, ich will jetzt hier keine politische Wertung geben.
Wie sieht es nun mit der Ausbildung und Jobs für blinde und sehbehinderte Menschen aus? Also die Palette an Angeboten, die ist eigentlich ja groß und vielseitig und dennoch ist die Berufsauswahl für blinde und sehbehinderte Menschen sehr eingeschränkt. Es gibt viele etablierte Berufe, ich muss mal hier auf meinen Zettel gucken, die angeboten werden. Das ist zum Beispiel in den Bereichen IT, also Informationstechnik, Büro, Physiotherapie, Musik- und Audioproduktion, Metallberufe, Hauswirtschaft und Garten. Aber auch Psychotherapeut, Tontechniker, Sportstudenten, Journalisten, Pädagogen und Berater sind möglich. Beim Studium können Menschen mit Sehbehinderung einen Studienassistent in Anspruch nehmen. Ja, es gibt auch blinde und sehbehinderte Menschen, die als Lebenscoach arbeiten, also andere Menschen in Konfliktsituationen begleiten und beraten. Durchschnittlich arbeiten aber in Deutschland nur halb so viel Blinde wie der Durchschnitt der Bevölkerung. Das ist die traurige Wahrheit. Wie sieht es nun mit der finanziellen Unterstützung für Blinde und Sehbehinderte aus und was ist mit der Steuer? Zum 01.01.2021 wurden erstmalig nach 45 Jahren, also seit 1975, die Behindertenpauschbeträge angehoben. Da habe ich auch schon mal ein Video drüber gemacht. Ich wiederhole aber nochmal, für hilflose und blinde Personen beträgt der Behindertenpauschbetrag seit 01.01.2021 7.400 Euro. Ja, man kann sich diesen Behindertenpauschbetrag als Freibetrag auf der Lohnsteuerkarte eintragen lassen, wenn man arbeiten geht, oder man kann ihn aber auch in der Steuererklärung komplett in Anspruch nehmen und auf einmal steuerlich geltend machen. Einen blinden Hund kann man grundsätzlich nicht von der Steuer absetzen. Allerdings gibt es auch hier wieder Ausnahmen. Oft übernehmen die Krankenkassen Kosten für einen blinden Hund. Ansonsten können sie die Kosten für den blinden Hund in der Steuererklärung bei den außergewöhnlichen Belastungen allgemeiner Art geltend machen, wenn der Blindenhund ärztlich verordnet wurde. Dann gibt es Blinden- und Sehbehindertengeld. Die sind im Landesrecht geregelt. Ergänzende Blindenhilfe regelt das Bundesrecht. Also schon bei der finanziellen Unterstützung gibt es da einiges zu beachten. Blindengeld bekommt man, wenn man auf dem besseren Auge mit Korrektur, also mit Brille oder anderer Sehhilfe, nicht mehr als 2% sieht. Für Sehbehindertengeld gelten 5%. Ja, Sehbehinderten- und Blindengeld werden einkommensunabhängig gezahlt und werden bei anderen Sozialleistungen nicht als Einkommen angerechnet. Sie sind also komplett steuerfrei. Anträge stellt man bei der zuständigen Gemeinde oder Stadt. Das ist wirklich von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Aber wir haben in Deutschland 16 Bundesländer und von diesen 16 Bundesländern zahlen nur 7 Bundesländer dieses Sehbehindertengeld, also nicht mal die Hälfte. Ja, die Unterstützung hängt leider traurigerweise davon ab, in welchem Bundesland Sie wohnen. Die 7 Bundesländer, die Sehbehindertengeld zahlen, sind Bayern, Berlin, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Sachsen und Sachsen-Anhalt. Über Fahrkosten bei Behinderung habe ich bereits ein Video gemacht. Den Link dazu stelle ich Ihnen auch nochmal unter diesem Video zur Verfügung. Darum geht es eben auch um steuerliche Vergünstigungen. Schauen wir uns mal die Hilfsmittel für Blinde und Sehbehinderte an. Also es gibt da natürlich ganz spezielle Hilfsmittel für diesen Personenkreis, für den Alltag. Das sind beispielsweise Lupen, Bildschirmlesegeräte, Markierungssysteme, Großtastentelefone oder auch sprechende Geräte wie Uhren, Thermometer und Blutdruckmessgerät. Ja, und nicht zu vergessen, Blindenstock, das Blindenabzeichen, Vorlesegerät oder auch Spiele für Blinde. Inzwischen gibt es auch einige Apps für Blinde und Sehbehinderte. Und ein anerkanntes Hilfsmittel, was sehr gerne benutzt wird und was auch generell von den Krankenkassen übernommen wird, also es ist wirklich gesetzlich anerkannt,
Das ist diese OrCam My Eye, so eine kleine Kamera, die wird hier so auf den Brillenbügel geklemmt und erleichtert natürlich den Blinden und Sehbehinderten den Alltag. Diese Kamera ist mit KI-Unterstützung, also künstliche Intelligenz. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? Also Sehbehinderte, Blinde und Hörsehbehinderte sowie taubblinde Menschen können sich mit ihrem Anliegen an den DBSV, also Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. mit Sitz in Berlin wenden. Den Link dazu finden Sie auch unter diesem Video. Für rechtliche Fragen oder im Falle einer erforderlichen Rechtsvertretung gibt es die gemeinnützige GmbH Rechte behinderter Menschen. Ja, dann gibt es traurigerweise in Deutschland Zutritt mit Blindenhund nicht überall. Das wird einfach verwehrt, ja. Also Menschen mit einem Blindenhund, die werden nicht reingelassen, denen wird Zutritt verwehrt in bestimmten öffentlichen Gebäuden. Barrierefreie Angebote gibt es durch die Kirche. Ansonsten sieht es wirklich nicht so rosig in Deutschland aus. Also alltägliche Dinge, die für normale Menschen selbstverständlich sind, über die sie überhaupt nicht nachdenken, sind für blinde und sehbehinderte Menschen natürlich eine echte Herausforderung. Auch das Internet ist für Blinde und Sehbehinderte nicht immer barrierefrei. Bei Reisen ja, sieht es ebenfalls nicht anders aus. Also Reisen mit Begleitperson ist natürlich eigentlich immer wesentlich besser als völlig alleine zu reisen. Aber was gibt es schon für Sehbehinderte? Ja, in den Aufzügen sind meistens Sprechanlagen, aber das war es denn auch schon. Ja, Blinde sehen so gut wie nichts, aber dafür sind oft die anderen Sinne mehr entwickelt, nicht generell, aber bei den meisten, man sagt, sie verfügen über ein sehr gutes Hörvermögen. Auch wenn man blind ist und einen Traum hat, ist fast nichts unmöglich. Also das gilt auch für Blinde und Sehbehinderte. Wenn sie einen Traum haben, einen bestimmten Beruf zu lernen oder eine Ausbildung zu machen, halten Sie fest, setzen Sie alle Hebel in Bewegung und gehen Sie Ihren Weg. Ja, meine lieben Zuschauer, das war jetzt mal ein kurzer Überblick über blinde und sehbehinderte Menschen, von denen es immerhin 1,2 Millionen Menschen in Deutschland gibt. Wenn Sie zu den gesunden Menschen gehören, also Personenkreis, der keine körperlichen, gesundheitlichen Beeinträchtigungen hat, dann freuen Sie sich über jeden Tag, genießen Sie das Leben. Ich hatte vor vielen Jahren, als ich noch im Außendienst für ein Versicherungsunternehmen tätig war, eine ganz tolle Telefonistin, die für mich also die Termine gemacht hat, und sie rief mich eines Tages an und teilte mir mit, dass ein Tumor auf ihren Sehnerv drückt und sie trotz Lesegerät kaum noch sehen kann und sie jetzt nicht mehr für mich telefonieren kann. Ich war schockiert, nicht, dass sie für mich nicht mehr telefonieren kann, sondern über ihren Gesundheitszustand sozusagen. Sie sagte dann auch, dass sie ihre Telefonnummer ändert und in ein betreutes Wohnen zieht. Sie möchte nicht mehr erreichbar sein. Sie ist viele Jahre jünger als ich. Ich habe leider nichts mehr von ihr gehört. Aber so plötzlich kann es eigentlich jeden treffen. Denken Sie daran. Wenn Sie auf Menschen mit Behinderung treffen, haben Sie keine Scheu. Behandeln Sie sie wie ganz normale Menschen, denn das hilft Ihnen am meisten. Schauen Sie auch nicht weg. Gehen Sie auf diese Leute zu, reichen Sie ihre Hand. Das macht die Welt ein bisschen besser. Ja, ich war vor 2 Jahren für 5 Wochen mit meinem Mann in Australien. Kurz vor diesem Urlaub hatte ein Freund von uns einen Autounfall und verlor dadurch unverschuldet sein rechtes Bein. Als wir dann in Australien waren, haben wir eigentlich ja durch diese Sache mit dem Unfall festgestellt, dass in Australien unheimlich viel für behinderte Menschen gemacht wird. Das geht es über Rollstuhlfahrer, über Blinde, über alle Behinderungen. Und das fanden wir so toll. Und da haben wir festgestellt, dass Deutschland noch meilenweit davon entfernt ist. Deutschland sollte sich an Australien eine Scheibe abschneiden. Also das war wirklich eine Erfahrung. Wir hätten nicht darauf unbedingt geachtet, wenn vorher nicht dieser Unfall im Freundeskreis passiert wäre. Ja, das ist leider die traurige Wahrheit. Also für Deutschland,
Für alles Mögliche ist Geld da, aber für die eigene Bevölkerung, für die, die es wirklich nötig haben, die hilfsbedürftig sind, da wird an allen Ecken und Kanten gespart. Ja, welche Erfahrung haben Sie gemacht? Schreiben Sie es hier unten in die Kommentare. Es würde mich interessieren. Also aus meiner Sicht, ich habe jetzt gar keine Behinderung, Gott sei Dank. Aus meiner Sicht wird für Behinderte, speziell auch für blinde und sehbehinderte Menschen, viel zu wenig getan. Vielen Dank fürs Anschauen. Bis zum nächsten Video. Alles Gute, Jutta Martin.